Am 10. August des Jahres 2010 erklärte das Heilige Britannische Reich Japan den Krieg. Zwischen dem neutralen Inselreich im Fernen Osten und Britannia, der größten Supermacht der Welt, schwelte schon seit längerer Zeit ein heftiger Streit, der sich um die wertvollen Bodenschätze Japans drehte. Bei der Schlacht auf dem japanischen Festland setzte die britannische Armee erstmals humanoide Panzerritter ein, die die Bezeichnung Nightmare Frames trugen. Deren Kampfkraft übertraf alles bisher Dagewesene und die japanischen Verteidigungslinien wurden durchbrochen. Die Terroristen haben etwas gestohlen, von dem weder Sie noch seine Majestät Clovis Kenntnis hatten. Dies zurückzuholen ist einfach, aber Sie wollen ja gleich alle Terroristen auslöschen. Ist doch egal, was man tut. Es ist alles vergebens. Die Welt wird sich deswegen nicht ändern. Du weißt anscheinend die Liebe seiner Majestät nicht zu schätzen, du bescheuerter Eleven. Ich werde Britannia vernichten, ich schwör's. Dann haben wir die Armee am Arsch. Was jetzt? Tja, für den Fall bin ich doch an Bord, oder? Mein Nightmare! Ich schätze, ihr wisst genau, über welche Zerstörungskraft die Dinger verfügen. In Ordnung. Ich werde diesen Vertrag mit dir eingehen. Das Shinjuku-Ghetto muss vernichtet werden! Ihr dürft ihn nicht töten! Warum habt ihr das getan? Warum Susaku? Warum dieses Mädchen? Soll denn jetzt alles aus sein? Einfach so? Und ich kann nichts daran ändern? Es geht also weiter.